Kapitel 6 Ruinen. Meine verstaubte alte Karte. Welchem Geheimnis bist du auf der Spur, Helga? Kessler, hören Sie mich? Helga ist weg. Sie hat die Akte. Ich komme jetzt zurück zum Bootshaus. Haben Sie verstanden? Mit nur einem Messer bewaffnet. Oh je. Hier zum Bootshaus zurück. Ohne Waffen. Geil. Ich messe mich durch. Kann nichts schief gehen. 12. Januar, Helgas Tagebuch, 5. Eintrag. Heute warten große Entdeckungen auf uns. Es ist wie früher, als Vater mich das erste Mal ins Nationalmuseum für Geschichte mitnahm. Damals sagte ich ihm, dass ich das Gefühl würde die Geschichte anfassen. Antwortete mit einem Lächeln, die Geheimnisse der Vergangenheit, sagte er, warten nur darauf, entdeckt zu werden. In unserer Ausgrabungsmannschaften ist im östlichen Teil der Ausgrabungsstätte auf ein großes Grab gestoßen. Es enthielt die sterblichen Überreste von mindestens 83 Menschen, Erwachsene und Kinder. Es scheint, als hätte in der alten Kirchenruine, die von den Leuten hier Engweit Kirche genannt wird, vor 1000 Jahren ein Massaker stattgefunden. Ja, so muss es gewesen sein. Alles, was wir bisher gefunden haben, deutet darauf hin, meine Theorie wurde bestätigt. Wie ich zuvor vermutet hatte, erteilt König Otto persönlich den Befehl, Kirche und das dazugehörige Dorf dem Erdboden gleich zu machen. Er entsandte einige seiner Ritter, seinen Befehl in die Tat umsetzen sollten. Das erklärt auch, warum wir einige Artefakte gefunden haben, die König Ottos Rittern zuzuordnen sind. Außerdem hat Randolf es geschafft, den hiesigen Priester nach einem guten Zureden davon zu überzeugen, uns den Brief von König Otto zu geben, den er bis zu seinem Vorgänger nach zu Hause gefunden hat. Demselben Priester, der von einem meiner Patienten, Michael, umgebracht worden war. Der Brief ist in Althochdeutsch verfasst. Die Übersetzung sollte allerdings schon bald abgeschlossen sein. Aber warum König Otto einen solchen Befehl geben sollte, bleibt mir ein Rätsel, das mir keine Ruhe lässt. Aber ich komme der Antwort immer näher. Ich muss nur noch etwas tiefer graben. Zusammen mit dem Brief wurde unter den Dielen der Küche des besagten Patienten noch eine alte Karte gefunden, vermutlich von der unterirdischen Anlage, nach der wir suchen, die aus der Feder eines vom König Ottos Gelehrten stammt. Auf der Karte stehen Befehle, ich werde die Worte lernen. Vielleicht sind sie ja von Nutzen, wenn wir gefunden haben, was immer dort unten auf uns wartet. Okay. Ich habe Angst, ich will da nicht raus. Ich kann auch nicht raus. Hier kann ich raus. Oh je. Müssen wir uns hier durch die Feinde durchmessern. Ja, Munition finde ich sehr gut. Es bricht noch ein Gewehr dazu. Ist hier drüben irgendwo eins? Die Koffer kann man nicht aufboxen. Und da können Gewehre ja nicht weit sein, wenn die Munition liegt.
Pistolenmunition. Verdammt, da habe ich doch schon unten gesehen. Ein bisschen Rüstung wäre echt auch nicht schlecht. Was zum... Was haben wir denn hier? Ist denn Zombie? Ist denn Nazi-Zombie? Hilfe. Okay, darüber habe ich mal gelesen in einem der Berichte, aber... Okay. Das wird mir zu wild. Nazi-Gold. Können wir hier raus? Nein, der steht vor der Tür. Ach du Scheiße. Wir könnten ja schießen in den Kopf, aber solange ich noch keine Knarre habe. Komm, Kessler, hören Sie mich. Pippa, hinter dir! Ich komme doch von hinten. Jetzt wenigstens mal eine Knarre. Hier, unsere Waffen, unsere Waffen, unsere Waffen. Oh nein, die ist auch eine. Ich bin tot. Verdammt. Wie sollen wir es machen? Sollen wir die zwei erstmal durchen oder? Schneller kommen wir da auch nicht durch. Okay, Kopf ist kaputt. Es geht doch schief. Nimm die Waffe, nimm eine Waffe. Und einer. Von wo? Ein bisschen Heilung wäre nicht schlecht. Gibt's die hier irgendwo Rüstung? Ach so, Kacke. Wo ist denn das Sturmgewehr? Ja, ich meine, unsere die Schockkammer, da hatten wir mal zwei von. Holy shit. Wir sind Evil lässt grüßen. Das geht's hier um Zombies. Rennen wir Zombies. Zum Glück sind die einigermaßen zu töten. Wenn man denen nur in den Kopf stößt.
Mal schön auf die Köpfe ziehen. Der Ende war bewaffnet. Granaten könnten auch Nutzen sein. Okay, die Bombe ist nicht explodiert. Nicht merkwürdig. Stirb. Verdammt, Mann. Zombies haben mir in diesem Spiel noch gefehlt. Nazi-Zombies. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Hören Sie zu. Helga ist fort. Sie hat die Akte. Sie gräbt was bei den Kirchenruinen aus. Wahrscheinlich ist das der Grund für die ganze Scheiße. Wo sind Sie jetzt? Ach du Scheiße. Alles brennt. Nicht auf die Körper ziehen. Das ist schlimmer als Resident Evil. Resident Evil sind die wenigstens geschlichen. Hier rennen die auch manchmal auf einem zu. Da gab es noch ein Spiel, und wie hieß das Spiel, was da, wo du rennende Zombies hast? Mir geht die Munition aus. Genau so muss man es eigentlich machen. Zombies mit Waffen. Da wieder ein bisschen Munition. Okay, wir sind am Bootshaus. Okay, wir müssen jetzt mal hoch. Ich komme hier nicht hoch. Das muss doch. Hallöchen. Aha. Was hat der vor? Ja, sehe ich schneller. Hier sinkt Schrott, Schrotflinte. Brauche ich noch Muni für? Das ist mir zu langsam beim Nachladen. Das ist effektiv. Ich kämpfe lieber so. Komm, eben haben sie noch geschossen. Wo sind die jetzt?
Na komm. Die Entfernung trifft damit nicht. Okay, damit kann ich, da ist nichts drauf. Verdammt. Dann musst du das nächste an ihr schießen. Allerdings ist doch mit einem Schuss Schluss. Schön auf den Kopf schießen. Okay, ist alles ruhig. Hier geht's lang. Da kommt Nachschub. Na kommt ruhig. Die Entfernung brauche ich mal zwei Schuss. Oder drei. Wow. Oh ja, da kam man gerannt. Geht's hier lang? Nein. Wo muss ich lang? Tachchen. Und tschüss. Hier lang. Lang muss ich. Hier nicht. Gehen wir auf die Karte gucken, wo muss ich überhaupt lang? Da hoch muss ich. Also irgendwo hier lang. Durch den Kanal schwimmen. Herr Kessler, ich muss Sie finden. Woher weißt du, dass sie noch hier ist? Das ist nur so ein Gefühl. Bedeutet sie dir viel? Ich muss an sie denken. Die ganze Zeit. Oh. Jetzt ist mein Albtraum-Level. Okay, zur Entspannung nach den ganzen Zombies. Okay, hier ist die Tür, wir brauchen Schlüssel. Hier kommen wir nicht rein. Weil da soll ein Buch stehen. Was soll denn der Mist jetzt? Seit wann ist das denn wieso? Jo, das ist jetzt schwierig. Messern können wir dir nicht. Thank you.
wieder meine Zone. Okay, Schlüssel finden. Finde ich gut, dass das Spiel hier so oft diese Sache einbaut. Mit Wolfenstein 3D, dass man das spielen kann im Traum. Das gab es in. Das bisher in jedem Teil. Aus dem Teil 3, da gab es in Niederhand. Ein blöder Klatsch. Wirklich extrem. In Wolfenstein 2 konnte man das an, ich glaube, 2 oder 3 Mal konnte man spielen. Wie kann man es wirklich schon, also bestimmt habe ich auch noch Möglichkeiten übersehen. Okay, hier ist kein Schlüssel. Ob wir hier einen Schlüssel noch finden? Und ob wir wieder abbrechen müssen? Das ist Munitionsverschwendung. Okay, das ist der Ausgang. Da haben wir hier am Ausgang gestartet. Der Raum hier sieht vielversprechend aus. Hier würde ich einen Schlüssel passieren. Hier würde ich einen Schlüssel hinlegen. Es hat keiner. Zu nah an der Tür dran. Oder nicht? Es scheint auch mehrere Türen zu geben. Wir sind an einer gespawnt. Nachladen ist immer das Schlimmste. Nicht nur hier, auch im Hauptspiel. Ich liebe Spiegeln spielen. Ist immer wieder schön. Ah ja, hier waren wir schon. Ach, hier kommen wir jetzt aus der Seite. Das ist ja interessant. Der Raum ist wichtig. Steht eine Wache davor. Oder auch nicht wichtig. Man wird es sehen. Aber tendenziell erstmal. Ist schon die dritte Tür oder was? Erstmal dorthin gehen, wo die Wachen stehen. Das ist schon mal. Nicht verkehrt. Laufen auch im Kreis. Was wir eigentlich nicht tun, weil.
könnten wir neue Gegner treffen. Das ist eigentlich ein gutes Indiz, dass wir noch gut unterwegs sind. Wenn es noch Leben gibt, dann waren wir hier noch nicht. Okay, Heilung. Mehr als nötig. Ja. Hier ist nichts mehr zu sehen. Okay, Schlüssel finden und dann zu einer der Türen. Das ist verwirrend, da ist schon wieder eine Tür, glaube ich. Okay, das sind die Zintasche, die wir nicht brauchen. Da wird hier mal Essen haben. Ah, hier ein Schlüssel. Sehr hilfreich. Dann auf zur Tür. Wo ist die nächstgelegene? Ein Stück Kaffee trinken. So. Ich habe doch mehrere Türen gesehen. Eine muss doch zum Fahrstuhl führen. Es gibt im Originalspiel eine Gold- oder hier ist Silber, wenn du Gold findest. Es gibt eine höhere Punktzahl. Aber hier ist jetzt nicht wirklich was wert. Wie lang vielleicht? Bring ihn tot rum. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, das ist doch hier der. Oder nicht? Ich hoffe, das ist nicht, wofür der Schlüssel war. Wenn ich die nächsten Gebiete mit freigeschaltet. Schlüssel sind normalerweise zum Rausgehen. Das ist verwirrend. Die grauen Türen sind normalerweise Aufzugtüren. Was zum Henker?
dachte, wir hätten es schon gefunden. Wir waren draußen. Das ist ja wirklich traumhaft. Muss doch irgendwo einen Ausgang geben. Ich meine, Fahrstuhl. Hier waren wir bestimmt schon 12 Mal. So scheiße, dass ich mir keine Wege merken kann. Ich glaube, wir sind durch ein braunen Gebiet gestartet. Weil ich überrascht wird, dass da mal so eher das Ende ist. Im Säulenraum sind wir gestartet. Eine Tür offen. Das ist sehr verdächtig. Aha. Aha, hier hatten wir den Säulen rum. Ich glaube, hier ging es lang. Rechts oder links? What the fuck? Hilfe. Da liegt noch einer. Wie kann das sein? Ah, hier ist die Tür. Mach auf. Nimm noch den Schlüssel. Ja. Dann breche ich das hier ab. Wir haben es doch geschafft. Okay, weiter hier in dem Raum.